Was bisher geschah? Flugzeuge starten, Drogen landen. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Nels, Waffe runter! Habt den Deal angenommen. Es gehört alles dir und Stoddard. Er wollte sich ergeben. Lass meinen Partner. Bevor die Spurensicherung kommt. Aber das ist... Ja, euer Ehren. Naja, da sind wir uns in der Beurteilung der Fakten nicht einig. Nein, ich verstehe. Danke für das Gespräch. Das war Richterin Naomi Kushner. Und was halten wir von Richterin Naomi Kushner? Liberale Ziege. Die Richterin will mir keinen Durchsuchungsbefehl für Nels Kollegen geben. Und sie hat ja recht. Im Krieg herrschen andere Regeln. Captain Darcy. Mendelssohn. Wir drei sind der Stammesrat. Und ich weiß, dass wir Probleme mit einem Mitglied unseres Stammes haben. Er wollte das Geld nicht. Das war ein Test. Na, wir mussten doch wissen, ob man dir trauen kann. Deine Partnerin hat von Anfang an gesagt, dass man das könnte. Gut. Okay, also Nels hat etwas über einen Deal mit Stoddard gesagt. Ja, das hat er. Dann müsst ihr für mich in Nels Büro gehen und etwas finden, womit ich zur Dienstaufsicht gehen kann. Ich weiß, dass ein Hurricane angekündigt ist, aber die Sache eilt. Geht klar. Scheiße! Das CSI war schon da. Was wollen wir hier? Wir haben ja nicht nach Beweisen gegen Stoddard gesucht. Wenn wir was finden, gehen wir direkt zu Dawes. Wenn die Dienstaufsicht Wind davon kriegt, läuft alles aus dem Ruder. Du vertraust Dawes, oder? Wenn Stoddard auffliegt, sieht es nicht gut aus. Er hat Dreck am Stecken, das weißt du genauso gut wie ich. Ich passe hier auf. Du gehst rein. Finde was, womit wir ihn drankriegen können. Gern. Hey, ich sehe mich draußen um. Vielleicht durchsuche ich den Müll. Gute Idee. Bleib in Kontakt. Meinst du, und damit Freunde im Department? Vermutlich. Korrupte Cops halten zusammen. Hoffentlich haben sie keine Beweise vernichtet. Wäre keine Überraschung. Stoddard ist ja kein Idiot. Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge vom Battlefield Hardline. So, wir machen jetzt mal weiter. Wir müssen hier Beweise finden, also los geht's. So, 2 von 5. Da ist alles dicht. Einfach mal hier nach oben kurzzeitig. Ganz nach oben. Hier irgendwo irgendwas. Das. Wer liebt die Kinder? Charlie Waffle, so ist es. Kann ich mit ihm irgendwas machen? Verzeihung! Das ist deine Herren, sie wird mal verdienen. Du solltest das schon mal betrachten.
hier sonst gar nichts. Vier von fünf. So, vier von fünf haben wir. Da waren wir. Hier waren wir auch schon. Da auch. Okay, hier ist noch was. Jawohl, 5 von 5. Umgehängt, vor kurzem. Neue Handfeuerwaffe freigeschaltet, haben wir geil. Okay. Wissen wir den Code? Nope. Okay. Das heißt, den Code müssen wir suchen. Wo kann der Code bloß sein? Ja, in der Nähe, ja, in der Nähe. Die Frage ist nur wo. Was ist denn das? Achso. Okay, den Code kann ich doch knacken. Können wir das? Frage ist nur wie. Kannst du das wirklich? Bingo. Wer hat denn das gemacht? Netzversicherung, Aufnahme 1. Freitagabend, 14. August. Ich treffe mich mit Stoddard. Jetzt sollten wir unsere Zusammenarbeit so definieren, dass wir beide was davon haben. Ich denke... Stoddard. Hab ich dich. Kai, muss ich das jetzt verstehen? Ich komm runter. Gut. Ich bin hier unten im Container. Wo zur Hölle hat er den Code her? Ah, egal. Es gibt so Sachen zwischen Himmel und Hölle, die ich einfach nicht verstehen muss. Wie komme ich denn jetzt wieder weg? Für mich gerade die einzigste Frage, ehrlich gesagt. Wo bin ich denn gekommen? Ah, hier. Was gefunden? Nance und Stoddard auf einem Tonband. Jetzt haben wir was für die Dienstaufsicht. Remy hat seine Kohle irgendwo gehortet. Stoddard sucht sie bestimmt auch. Sieh mal da. Was zum Teufel ist das?
Scheiße, die ich nicht verstehen will. Im Internet steht, dass Domo Roboto in der Palm Court Mall der einzige Laden in L.A. ist, der diesen Mist verkauft. Da hätte er sein Geld nie versteckt. Nein, deshalb habe ich die Adresse des Lagers besorgt. Vorbeischauen können wir ja mal. Gut, gut. Läuft. Kleiner Tipp, geh nicht durch den Vordereingang. Wenn Stoddard ohne mich rauskommt, geh vom Schlimmsten aus. Mach ich sowieso. So. Lassen wir das alles so? Wir nehmen mal die geile Waffe mit. Die zentrale Welt ist ein verdächtigen Van. Ich folge ihm, okay? Okay, alles klar. Bleib in Kontakt. Toller Zeitpunkt für einen Hurricane. Okay, alles ist gesperrt zu sein. Nimm das da. Aha, guter Plan. Okay. Einen zweiten Eingang hätte ich gerne. Nehmen wir das hier. Hier durch? Nö. Oh. Polizei! Stehen bleiben! Okay, okay. Eine Tortilla-Fabrik. Sieht sauber aus. Okay, check das andere Gebäude. Okay, dann geht's hier weiter. Glaube ich zumindest mal. Jo.
Runter, runter, runter. Komm hier hin, komm hier hin, komm hier hin. Keine Bewegung! Nein, das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Wo ist der? Wo? Hey, ich check das gar nicht, wo ist der? Alter, wo? Alter, da lang. Verflucht. Also. Ich will die ganze Lade hier einfach mal hoch, Alter. Wo ist der? Oh. Alter, ruhig mal, ruhig bleiben. Alter. Okay, wir haben ihn. Hinter mir. Nein! Da drüben! So viele Leute hier gerade. So, der ist weg. Der ist weg. Von vorne? Nee, nicht von vorne. Was ist das? Dann nehmen wir kurz das mit. Hier lang! Irgendwo hier hinten, ne? Alter! Wie kann der das überleben, Alter? Ich hab doch da dreimal drauf. Ich verstehe sowas nicht. How in God's name kann er das überleben, Alter? Ich verstehe das absolut nicht, Alter. Ich hab doch da dreimal drauf geschossen. Wie kannst du das überleben? Die Zentrale meldet einen verdächtigen Van. Ich folge ihm, okay? Okay, alles klar. Bleib in Kontakt. Ich denke mal fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part von Battlefield Hardline. Bis dahin, haut rein und tschüss.